im Moment habe ich so den Eindruck, die Menschen sind bereit, etwas zu ändern. Ich habe so viel positives Feedback bekommen und das war wirklich Oma und Opa von der ums Eck herum, 80 Jahre alt und sind mit ganz anderen Gedanken und ganz anderen, sag ich mal, aus einer ganz anderen Beziehung entstanden. Und selbst die haben gesagt, Mensch, schön, dass ein Mensch sich gefunden hat. Es ist schön zu wissen, dass du jetzt glücklich bist. Und das wünschen sie jedem anderen Menschen auch. Und ich denke, das ist einfach in Deutschland, das Land hängt hinterher. Hinter Frankreich oder hinter, ich glaube, Großbritannien, das ist auch relativ weit, was transsexuellen Gesetz betrifft. Und ich bin mir sicher, dass sich in den nächsten Jahren was tun wird. Nur die Frage ist, wann. Und wenn wir nicht auf die Straße gehen, wenn wir einfach nichts draus machen, dann sind wir selber dran schuld, dass es genauso bleibt, wie es ist. Und so darf es nicht bleiben. Alle 3 Tage wird ein transsexueller Mensch irgendwo auf der Welt Opfer eines Gewaltverbrechens. Man hält transsexuelle Menschen für Lügner über ihr Geschlecht. Transphobie war auch Thema im Theaterhaus in Stuttgart. Denn auch in Deutschland werden transsexuelle Menschen rechtlich als Menschen mit Identitätsstörung betrachtet. Ich hatte wirklich Glück in meinem Leben, dass ich immer mit tollen Menschen mich umgeben habe. Also mein Umfeld hatte immer ganz großes Verständnis. Die Sportler sowieso irgendwo unter sich sind lockere Menschen. Aber generell habe ich einfach die Erfahrung gemacht, je offener und je direkter man auf die Menschen zugeht, desto besser ist es für einen selber, weil man bekommt ganz viel Feedback von außen, dass es einfach mutig ist, diesen Schritt zu gehen und sich dann auch dementsprechend der Öffentlichkeit zu präsentieren. Weil ich denke mir einfach auch, es ist ganz wichtig, dass es gibt viele Menschen, die diskriminieren wollen, weil sie Angst haben vor der Unbekanntheit, Transsexuelle, was ist das? Ja, man muss einfach viel aufklären und man muss dementsprechend dann aber auch sagen, Moment mal, hier beginnt meine Grenze. Du kannst diskriminieren, wenn du willst, aber mich nicht. Weil ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich bin. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Also egal, was einen selber belastet. Und jeder Mensch hat irgendwo so seinen Kerker und seine Probleme. Nicht ranlassen, sondern stolz darauf sein, was man ist und das Beste draus machen. Wir waren nicht mehr bereit, weiterhin diesen Scheiß hinzunehmen. Die Zeit war reif. Dieses Zitat stammt von Silvia Rivera, transsexuelle Frau und Zeitzeugin der Stonewall Riots, den Aufständen in New York 1969, die mit einer Polizeirazzia in einer schwülen Juninacht begonnen hatten und den Grundstein für die Emanzipation von Lesben und Schwulen weltweit markierten. Doch obwohl damals aufgrund von Protesten Homosexualität aus dem DSM, dem Manual der psychischen Störungen, gestrichen wurde, gilt Transsexualität bis heute als solche. Die Aktion Transsexualität und Menschenrecht e.V. sagt seit Gründung der Initiative, das ist ein Menschenrechtsverbrechen. Transsexuelle Menschen sind natürlich. Sie sind mit geschlechtlichen Merkmalen auf die Welt gekommen, die nicht ihrem eigentlichen Geschlecht entsprechen. Diese geschlechtliche Besonderheit wird in Deutschland als psychische Störung angesehen. Eine transsexuelle Frau wird als Mann angesehen, der in der Frauenrolle leben will. Und ein transsexueller Mann gilt als Frau, die in der Männerrolle leben will. Und das alles, weil auch hierzulande noch ein paar gestrige Vorstellungen über die Biologie existieren und behauptet wird, wenn da ein Penis ist, ist es ein Junge. Ist da keiner, dann wird es wohl ein Mädchen sein. Gender Identity Disorder, zu Deutsch Geschlechtsidentitätsstörung, wurde nun zur Ersatzdiagnose, wenn ein Mensch sich nicht der angeblich angeborenen Geschlechtsrolle entsprechend verhält. Eine Abweichung von der angeborenen Geschlechtsrolle. Was soll das sein? Dass eine transsexuelle Frau einfach eine Frau ist und ein transsexueller Mann ein Mann, wie schwer ist das zu begreifen? Und was macht ein Mensch mit diesem Wissen? Schönen guten Abend erstmal zusammen. Ich freue mich, dass so viele da sind. Hätte ich nicht erwartet, aber es ist. Ich habe gerade einen kennengelernt, der in meiner Situation ist, ein bisschen jünger zum Glück. Und er hat mir eben meinen Buch in die Hand gedrückt und gesagt: Schreib doch was rein. Und ich habe reingeschrieben: Wo ein Horizont ein Ende hat, da kann man nicht darüber hinaus segeln. Und das ist das, denke ich, dafür sind heute manche Menschen gekommen. Sie wollen ihren Horizont erweitern, sie wollen erfahren, was es auf der Welt gibt, was wächst und gedeiht und sei es noch so skurril und anders. Und ich freue mich einfach, dass so eine Veranstaltung, wie wir sie hier jetzt haben, dass sie wirklich zustande kommt und dass wir auch gewillt sind, etwas zu verändern, weil wir etwas verändern müssen. Da sieht irgendwie, dass die Genitalien eigentlich
relativ wenig aussagen. Über die Orientierung nicht, über die Geschlechtsidentität nicht. Und das, deswegen ist eigentlich das Thema Homosexualität und Transsexualität doch irgendwo ähnlich, auch wenn es eigentlich nichts miteinander zu tun hat, weil es eine andere Ebene ist. Und das eine tatsächlich um die sexuelle Orientierung geht, das heißt also, in wen verliebe ich mich, mit wem möchte ich zusammen sein und auch zusammen gehen, mein Leben bestreiten. Und das andere ist dann die Identität, die bezieht sich aber darauf, wer bin ich selbst. Wenn ich in den Spiegel gucke, möchte ich mich sehen als der Mensch, der ich bin, aber es ist tiefer drinnen noch, unabhängig davon, ob ich jetzt in den Spiegel gucke oder nicht, habe ich hier irgendwo ein Wissen über mich und auch über mein Geschlecht, das ich habe. Nach Geschlechtsidentitätsstörungstheorie soll dieses Wissen ein Unwissen sein, ein Wunsch, eine Fantasie, eben eine Geschlechtsidentitätsstörung. Die Psyche ist falsch, sagt man in Deutschland. Der Körper ist falsch, wissen diejenigen, die transsexuell sind. Jeder, wo reinkommt zu ihm, erzählt er, wie schrecklich das alles ist, was sie durchmachen möchten, welche Schmerzen das ergibt, wie scheiße es ihnen hinterhergehen wird und dass es wirklich das absolut Übelste ist, was ich jemals machen könnte, irgendwelche medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und er hat gesagt, die Homosexuellen rennen dann schreiend raus. Die Transsexuellen sagen dann halt, naja gut, das ist halt unser Schicksal. Und ich glaube, das erklärt, glaube ich, alles. Ich meine, wir sind so und wir kommen halt nicht drum rum. Transsexuell ist ein Mensch dann, wenn geschlechtliche Körpermerkmale und das eigentliche Geschlecht eines Menschen nicht zusammenpassen wollen. Beispielsweise, wenn ein Mensch Penis und Hoden besitzt, aber in Wirklichkeit ein Mädchen ist. Ich erwähne es immer wieder, weil unser Verein verwendet den Begriff Transsexualität. Einfach deshalb, weil der Begriff besteht sehr interessant aus Trans und aus Sexualis, also ursprünglich ist eigentlich Transsexualismus das Fachwort. Und das stammt von Magnus Hirschfeld, einem Forscher Anfang des letzten Jahrhunderts. Der hat den 1923 zum ersten Mal verwendet. Und das, wie gesagt, setzt sich zusammen aus den Worten Trans und Sexualis. Und Trans hat er verwendet als entgegengesetzt und Sexualis als geschlechtlich. Das heißt, Transsexualität bedeutet einfach nur entgegengesetzt geschlechtlich. Und er wollte das für alle Menschen verwenden, die entgegengesetzt zu ihrem eingetragenen Geschlecht oder bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, wie es manchmal heißt, dauerhaft leben und leben wollen. Ich bin ein Mann und ich war schon immer ein Mann oder andersrum. Ich habe das begriffen. Was ich nicht weiß, beziehungsweise was ich vielleicht jetzt doch schon fast selber daraus beantworte, wie ist die sexuelle Orientierung? Ändert die sich? Oder ist die von Anfang an genauso klar? Ich würde es gerne beantworten. Ich mache das, ich kann das gut. Das ist. Also die sexuelle Orientierung wird genauso wie die Geschlechtsidentität vor der Geburt festgelegt und ändert sich nimmer. Also es gibt vielleicht Menschen, die sind bisexuell, die haben halt das Gefühl, zum einen oder anderen Richtung stärker sich hingezogen zu fühlen. Die können nicht vielleicht so das Empfinden haben, dass sich irgendeine Stärke ändert. Aber ein normaler Mensch ändert sich das eigentlich sein Leben lang nicht, weder die sexuelle Orientierung noch die geschlechtliche Identität. Und deswegen hat es eigentlich damit auch gar nichts zu tun. Ja, also mir kräuselt es immer die Fußnägel, wenn ich lese, wir fühlen uns nur so. Also ich sage auch, da könnte die Sprache noch weitergehen. Also ich sage immer, ich bin eine Frau, ich fühle mich nicht so. Und das bedeutet, ich weiß es ja nicht, wie sich andere Frauen fühlen. Und ich glaube, jeder Mann, der hier sitzt, weiß auch nicht, wie sich ein anderer Mann fühlt. Also das ist, du weißt es einfach. Und das spielt auch witzigerweise, solange du in der Pubertät bist, oder bis du in der Pubertät bist, in deiner Kindheit gar nicht so die große Rolle, weil du spielst einfach als Kind. Und du bist ein Kind und du gehst raus und machst das, was du tust, was jedes andere Kind auch tut. Aber dann kommt irgendwann tatsächlich die Pubertät und in der Pubertät fällt dir irgendwas auf. Du denkst dir, komisch, warum verändert sich der Körper so, wie er sich verändert? Und da merkst du, irgendwas ist seltsam. Du kannst dem Ganzen aber noch keinen Namen geben. Du weißt immer noch nicht, was los ist, bis du irgendwann mal draufkommst und es Klick macht und dir auffällt, hey Moment, irgendwie kann es nur das sein. Wenn du alles zusammennimmst in deinem Leben, und ich glaube, Balian hat da ähnliche Erfahrungen gemacht, letztendlich, du weißt es dann plötzlich und sagst dir,
Ich hab's, ich weiß es und ich wusste es eigentlich schon immer. Und das ist eher ein Wissen und kein Gefühl. Das deutsche Recht sagt, das geschlechtliche Selbstwissen eines transsexuellen Menschen ist keines. Und weil es kein Wissen ist, darf ein transsexueller Mensch auch nicht einfach seine Papiere ändern lassen, wenn er weiß, wer er ist, sondern er muss sich vor Richtern und von Gutachtern erst seine Identitätsstörung bescheinigen lassen. Da steckt eigentlich alles drin. Wir haben gesehen, dass das Papiere ein Problem sind. Das ist in Deutschland auch so. Wir haben ein transsexuellen Gesetz, das es transsexuellen Menschen nicht unmittelbar ermöglicht, die Papiere zu haben, die du brauchst, sondern da stecken ganz viele schwierige Verfahren dran, wo man sich manchmal fragt, warum eigentlich? Also, dass dann zum Beispiel ein psychiatrisches Gutachten dazu gehört, das teilweise so ist, dass man sagen kann, es ist eine Demütigung für Betroffene, was da teilweise passiert. Also mit körperlichen Untersuchungen und im Zimmer nackt herumlaufen und solche Sachen passieren, nur um seine Papiere zu ändern. Und das macht man deswegen, weil es so definiert ist. Weil die Behauptung, eine transsexuelle Frau ist nichts weiter als ein Mann in Frauenkleidern, wird überall auf der Welt zum Mord und Totschlag, wie hier auch bei Brandon, wo es jetzt gerade umgedreht war. Aber auch bei Angie und bei fast allen, die ihr gesehen habt, war es immer der gleiche Grund, dieser Mord. Und das muss aufhören. Als ich das erste Mal bei einer Podiumsdiskussion war, das war, glaube ich, vor einem Jahr etwa, noch nicht ganz, dreiviertel Jahr, und da stand es ja auch in der Zeitung und Podiumsdiskussion und auf meiner Homepage, und dann bin ich danach gefragt worden, wie waren das? Was waren das für welche? Also wirklich, wo einfach gar nicht von Leuten, die jetzt irgendwie besonders voller Vorurteile sind, sondern wo man gemerkt hat, die konnte mit dem Thema überhaupt nichts anfangen und die haben im Grunde gedacht, da gibt's vielleicht auf der Welt paar wenige Fälle. Normalerweise fallen transsexuelle Menschen eben nicht in der Öffentlichkeit auf. Und weil eine transsexuelle Frau normalerweise nicht als Mann und ein transsexueller Mann nicht als Frau geoutet werden will, bleiben transsexuelle Menschen meist unentdeckt. Kein Wunder, dass auch die medizinischen und rechtlichen Probleme, denen sich transsexuelle Menschen gegenübersehen, oft nicht bekannt sind. Doch gerade weil es die Probleme immer noch gibt, ist es Zeit, etwas zu ändern. Auch in der Politik. Ich glaube, dass man damals so sehr konzentriert war auf das Thema Homosexualität, Partnerschaften gleichstellen, Homosexuelle gleichstellen, anerkennen überhaupt, dass man im Grunde quasi die Transsexualität als nächsten Schritt gesehen hat. Ich glaube, dass es ein ähnlicher Prozess gibt, wie wir das vor einigen Jahren erlebt haben. Und wir haben ja damals auch einen enormen gesellschaftlichen Widerstand erlebt. Also ich habe selten so viele böswillige und bösartige Briefe und Postkarten bekommen wie in der Zeit. Also auch, wo die Leute eben geschmäht haben. Und also ich glaube, da hat sich das gesellschaftliche Klima sehr verändert. Ich will das meine dafür tun, jetzt auch im Hintergrund. Ich bin nicht im Rechtsausschuss, ich bin nicht im Innenausschuss. Ich bin deshalb auch nicht befugt zu reden, zum Beispiel im Parlament zu dem Thema. Aber ich kann mit den Kollegen, die dann eben sich äußern werden, im Hintergrund sprechen. Und das werde ich auch tun. Und da wurde jetzt schon vieles gesagt. Es geht eben darum, Akzeptanz zu fördern. Ich habe es vorher dem Walian Buschbaum gesagt, im persönlichen Gespräch. Für mich ist das eigentlich das Entscheidende, dass Personen wie er, die in der Öffentlichkeit stehen, sich dazu bekennen, dann auch wirklich von den Medien auch gefragt werden und auch mal in der Sendung kommen, die jetzt jemand anschaut, der persönlich mit dem Thema bis jetzt so gar nichts anfangen konnte. Das sehen ja auch CDU-Kollegen von mir. Die lesen auch Sonntag aktuell. Und Transsexualität als existent anzuerkennen, hat eben auch damit, wie ein transsexueller Mensch zukünftig seinen Geschlechtseintrag korrigieren lassen kann, zu tun. Ein Vorschlag, nicht wie bislang vor einem Richter und mit Identitätsstörungsgutachten. Die Vornamen einer Person sind auf ihren Antrag hin beim Standesamt, also ein ganz einfaches Verfahren, beim Standesamt zu ändern, wenn sie erklärt, dass die bisherigen Vornamen nicht ihrem Geschlechtsempfinden entsprechen. Und das ist genau der Ansatz von der Person selber her. Die Person selber kann entscheiden, welches ist das Geschlecht, das für mich gilt. Dasselbe haben wir nicht nur für die Vornamen gemacht, sondern eben auch für die Eintragung des Geschlechts. Und wir fänden es großartig, wenn wir dieses Gesetz durchsetzen könnten, weil wir einfach denken, es ist ein Menschenrecht auch, in dem Geschlecht leben zu können, in dem man sich auch fühlt. Noch besser wäre, transsexuelle Menschen wahrzunehmen. Denn es ist ein Menschenrecht, anerkannt zu werden als der Mensch, der du bist.